Meine männlichen Nachbarn hätten sich diese Verschlingungsübung zu einer sitzenden Acht mutierend mit dem segnenden Abschiedsgruß auf ihren lichten Scheiteln bestimmt verbeten. Ihre Lebensgefährtinnen hätten sie gar missverstanden, was nicht heißen soll, dass ich den weisen Ratschlägen meiner Frau Holle misstraue. Und zum Ende habe ich noch was ganz Schönes für Sie. Ein Geschenk, ein großes Geschenk, ein Hommage an das Leben, ein Dankeschön an das Leben, an jeden Tag an, und eine große, große Bitte, dass es friedlich bleibt und dass es Frieden gibt. Mein Gott, da fängt man bei sich selber an, wie Gandhi sagt. Das ist also für mich auch ganz wichtige mittlerweile Erkenntnis. Und wenn ich Nachbarn habe, dann bin ich diejenige, die zuerst die Nachbarn so behandelt, wie ich mir wünsche, dass sie mich behandeln. Das habe ich auch schon gelernt mit 65. Man lernt ja dann im Laufe der Zeit. Und, ja, und dann sind wir ja noch irgendwie da, gell? Wir bleiben noch ein bisschen da dann am Schluss. Und können wir ja noch ein bisschen ratschen und ein bisschen umarmen und was auch alles dazugehört. Und wenn dann von dieser Umarmung, der großen kollektiven Umarmung heute Abend, 9 Monate später irgendwas wächst, dann möchte ich bitte die Party sein, egal wie viel da wächst, egal was da wächst, sowohl als auch. Und jetzt für uns alle, Lenny spielt von Monti den Chardas, das ist eine ganz außergewöhnliche klassische Version. Ja, und mit diesem schönen Lied wollen wir uns verabschieden. Es fällt schwer heute, weil ich sage ehrlich, es war, gell, Lenny, lang nicht mehr so schön, es ist immer schön auf eine, jedes Mal auf eine andere Art, aber so schön wie heute, da möchte man gleich ein Pogo machen, gell? Aber das machen wir nicht. Keine Angst. Sägebrecht springt nicht hinein in euch. Keine Angst. So hineinspringen in Pogo, aber das machen wir seelisch, oder? Ja. Einen seelischen Pogo jetzt und den Chardas von Monti.